merke an, dass man hier durchsehen kann und überprüfe mal kurz den Boden dort. Da passiert nichts. Oh Gott, Leute, nicht böse sein. Ihr tut mir doch Aua. Und der letzte. Was man auch richtig bemerkt, wenn man vorher Tomb Raider 1 gespielt hat, ist die Tatsache, und ich weiß nicht, ob ich das schon erwähnt habe, dass in Tomb Raider 1 wirklich 100% der Gegner, na gut, 96% ungefähr, Tiere sind. Man trifft eigentlich keine menschlichen Gegner. Und wenn, dann sind das Bossgegner verschiedener Art. Mehr oder weniger könnte man sie so bezeichnen. In Tomb Raider 2 wiederum haben wir bisher bestimmt mehr Menschen getroffen als Kinder. Und die Kinder, die wir getroffen haben, waren total leicht zu erschießen. Die Tiere, die wir. Oh Gott, was habe ich getan? Die Tiere, die wir bisher getroffen haben, waren ganz leicht zu erschießen. Insofern. Ja. Ne? Hier, Veränderung. Oh, unser Spiel hat sich nicht so gut verkauft. Dann bauen wir bitte mal ein bisschen ein paar Menschen und Blut ein, dann geht das schon. Was passiert hier? Ah, es wird sich nur dieses Teil dort geöffnet. Es wird sich nur dieses Teil dort geöffnet. Ich will nur gerade Aufmerksamkeit erregen für das, was ich gerade gesagt habe. Das ist, ich weiß nicht, welche Sprache das ist, aber Lara hat sie mir beigebracht. Lara, meine liebe Nachhilfelehrerin. In unbekannten Sprachen, die kein Mensch spricht und die deshalb sehr sinnvoll sind. Da ist nichts. Aber wenn ich doch von hier oben in diese Richtung dort springe und versuche mich dort festzuhalten, in Anbetracht der Tatsache, dass das tiefer gelegen ist, ja. Gut. Da oben ist dann jetzt ein Hebel, den ich eben gesehen habe. Und was dieser Hebel macht und warum er das macht, erzählt er uns nicht, aber wir sehen es ja. Zumindest was er macht. Mr. Hebel, was sind Ihre Motive? Wahrscheinlich hat sich. Ja. Dieses Musikstück, das gerade läuft, ist einfach entspannend. Das auf jeden Fall. Nicht nur entspannend, es. Ich weiß nicht, es macht auch neugierig und ein bisschen Angst. Angst ist das falsche Wort. Bedrückte Stimmung, das ist schon eher. So empfinde ich es auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ja. Sind wir jetzt ganz oben in diesem Raume und. Weshalb wir hier sind, wissen wir nicht. Wir wissen jetzt zumindest, wofür diese Teile da sind. Ja. Das ist dumm. Das ist wirklich sehr dumm. Okay. Hallo Maus. Tschö Maus. Speichern wir hier nochmal, damit ich den ganzen Kilometer dort hinten nicht wieder zurücklegen muss, denn ich werde versagen. Oh. Das ist genau das, was ich sage. Wenn ich mal speichere, ist es total sinnlos oder auch nicht. Wie lädt man schnell? Ich drücke einfach mal F9, lol, das war die falsche Taste. Ja, laden. Okay, wir warten. Und was macht das? Was macht das jetzt? Ja, es lässt Säcke fallen. Vielleicht war in diesem Sack da unten was.
Okay, das erklärt. Ich versteh's, ich versteh's. Ich verstehe jetzt alles. Na, in diesem Raum zumindest. Noch nicht mal im kompletten Raum, aber in diesem kleinen Teilabschnitt des Raums. Denn. Gut, das war jetzt nicht so, wie ich es mir gedacht hätte. Aber wir sind immerhin dennoch in einem neuen Bereich. Das hat auch der Sack geöffnet. Jetzt verstehe ich das. Okay. Boah, Leute, ich krieg Angst. Aha, Orchester ersoffen. Ja, das Orchester, es ist immer direkt hinter mir, neben dem Kameramann. Oder abgesehen vom Kameramann. Das Orchester ist natürlich hinter dem Kameramann, sonst würde man es ja sehen. Neue Fackel. Dort ist offenbar ein Secret. Hey, wir haben zwei da. Kann es sein, dass wir ausnahmsweise in diesem Level sogar mal alle Secrets finden? Das wäre einfach nur cool. Weißt du, dann kann ich wenigstens zeigen, was dann passiert. Nochmal zu, warum ich sie nicht sammle. Das ist, es ist so, es ist eigentlich so einfach. Ich verstehe nicht, warum die Leute es nicht kapieren wollen. Ich sammle sie ja auf, wenn sie mir über den Weg laufen, aber ich habe einfach keine Lust, das Level praktisch schon fertig zu haben und dann noch 10 Minuten oder 20 oder 30 oder eine Stunde oder 2 Stunden euch damit zu langweilen, dass ich hier rumlaufe und nach einem Secret suche, das ich nicht bräuchte. Vielleicht ist jetzt klar, was ich damit sagen will. Ich werde sie nicht umgehen und das ist eine, ja, das ist diese Strom. Dings, die wir gesucht haben. Mir fällt der deutsche Begriff nicht ein. Nee, mir fällt er nicht ein. Es ist dumm. Aha. Gut. Ich weiß nicht wieso, aber was ich gerade so im Gedächtnis habe. Ist das jetzt irgendwas zusammenkracht? Ist ja zerfällt. Ich weiß nicht, ob das wirklich eintreten wird, aber aus Sicherheitsgründen habe ich jetzt mal gespeichert. Was ist denn da unten los? Das ist doch nicht möglich. Wie lächerlich ist denn die Situation? Ich meine, sorry, aber das macht mir. Es macht mich fast schon wütend. Ich finde dieses Level und was man sich für dieses Level geholt hat, so eine Oper, ja, total interessant und wirklich total toll gewählt. Und auch das Design des Ganzen ist gelungen, meiner Meinung nach. Insofern. Was zur Hölle? Insofern toll gemacht, Core Design, aber welcher Logik entspricht es denn, dass hier 10.000 Leute mit Hunden seit Jahren nur auf mich warten und dann sofort mich angreifen? Das. Na, wie dem auch sei, jetzt ergibt dieser Gang ebenfalls Sinn. Aber wo war das Ganze? Warte, wir speichern. Ja, genau, ich würde sagen, wir speichern hier und machen dann beim nächsten Mal weiter. Wir haben ja eine vage Idee, wie es weitergehen könnte. Bis dahin, ciao.